Hallo, ja, ich melde mich mal. Sorry, dass das irgendwie so ein bisschen unregelmäßig jetzt kommt, diese Videos, aber gestern war ich irgendwie beschäftigt, dann waren abends Freunde hier. Wir haben ein bisschen getrunken, was ein bisschen viel war, weil ich muss dazu sagen, der ägyptische Alkohol, der ist sehr, sehr gefährlich. Ja, also günstig, wenn man den gut kaufen kann, aber ja, sehr, sehr gefährlich. Da habe ich schon Erfahrung und Freunde haben auch schon damit Erfahrung. Ja, also das sollte man nicht unterschätzen hier. Heute war ich in Dhaha. Dhaha ist das alte Hurghada, also das Hurghada, was man hier so kennt, wo halt die Touristen alle hinfliegen, ist halt erschaffen worden für die Touristen. Und Dhaha ist halt das alte Hurghada, wo halt die Einheimischen leben, wo es halt die Märkte gibt, wo man halt gut und günstig einkaufen kann und wo halt wenig Touristen sind, weil ja, also wenn man jetzt sagt, hier, ich möchte irgendwie Sachen für die Wohnung kaufen, dann sagen ganz viele Leute, fahr nach Dhaha. Und ich wollte halt noch ein paar Sachen haben. Besteck irgendwie ein bisschen mehr, weil ich hatte irgendwie zwei Gabeln, zwei Löffel und die waren auch schon sehr, sehr alt. Töpfe habe ich zwar hier, aber die sind so dreckig und pekig, da wollte ich dann mal in Dhaha gucken, ob ich da was finde. Oder habe ich jetzt irgendwie zwei Pfannen gefunden. Die eine ist tiefer, die könnte ich eventuell erstmal nutzen zum Nudeln drin kochen und die andere, um irgendwie eine Soße zu machen. Dann brauchte ich Geschirrhandtücher, Kaffeetassen wollte ich noch so drei haben, weil ich habe halt nur so kleine, normale Kaffeetassen, aber halt so Becher. Was habe ich noch geholt? Ja, ich kann euch das morgen mal zeigen, weil ich habe das schon alles abgewaschen und so. Aber um halt mal so ein bisschen die Ausstattung zu erweitern, also neue Sachen. Und das ist halt überhaupt nicht teuer dort. Ich gucke morgen mal, ob ich das mal irgendwie noch auf die Reihe bekomme, was ich bezahlt habe. Und da haben mich auch welche gefragt, wie das hier mit der Währung ist. Also hier bezahlt man in ägyptische Pfund. Und man kann das so sehen. 10 Pfund, dann streicht man die 0 weg, also eine 0 weg. Und dann hat man die 1 und davon ungefähr die Hälfte. Also 10 Pfund sind ungefähr 50 Cent. Ja, also so rechne ich das halt mir immer im Kopf aus. Ja, und die Eindrücke, die ich jetzt so halt einblende, war halt jetzt vor dem heutigen Tag. Aber ich wollte vorweg nur mal ein bisschen quatschen und ich habe so ein bisschen in Dhaha gefilmt, aber ist halt auch immer doof, weil da immer viele Leute rumlaufen und so. Aber dass ihr mal so einen kleinen Einblick bekommt, wie das dort aussieht. Und wie gesagt, hier das Hurghada, wo ich hier bin, was man kennt, ist halt alles so neu erschaffen damals für die Touristen und das sieht man auch überall. Die Shops und die Souvenirdinger und halt die Restaurants, ist halt alles sehr, sehr auf Tourismus ausgelegt. Ja, morgen mal gucken, was ansteht. Wenn, dann filme ich immer ein bisschen, aber wie gesagt, ich kann nicht lange Videos machen, aufgrund dessen, weil ich das nicht schneiden kann. Ich muss das irgendwie in iMovie auf dem Handy, kenne ich mich eh nicht so wirklich aus. Ich packe alles hintereinander. Deswegen kann ich auch keine Musik unterlegen oder so. Aber Hauptsache, ihr habt so ein bisschen was zu gucken. Und ja, genau. Ich liege jetzt schon im Bett, habe die Bude geputzt, aber richtig ordentlich gefegt und gewischt und alles. Und jetzt haben wir irgendwie schon, oder erst 22:30 Uhr. Das ist für ägyptische Verhältnisse sehr, sehr früh. Guck Netflix und werde dann mal versuchen, heute mal ein bisschen früher zu schlafen, weil die letzte Nacht war nicht so viel mit Schlaf. Ja, meine Freunde haben auch letzte Nacht hier geschlafen, weil war alles ein bisschen chaotisch. Ja. Na gut, dann seht ihr jetzt noch die Eindrücke von Dhaha und viel Spaß dabei. Ja, es ist Dreibein. Sie hat nur drei Beine. Aber sie kommt damit gut klar. Also, ich kenne sie nicht anders und sie ist richtig, richtig schnell.
Ich weiß aber auch nicht, warum sie nur drei Beine hat, aber sie lebt hier. Dann habe ich ja hier tagsüber die Terrassentür auf und vorne. Und dann komme ich so die Katzen zwischendurch mal besuchen. Ja. Ich habe auch im Supermarkt so eine Dose Thunfisch geholt. Und da gebe ich dann immer mal so ein bisschen. Also ich fütter sie quasi selber an, dass sie herkommen. Jetzt nicht die schlaueste Idee, aber ja. Und jetzt hockt hier drei Beine. Also hier sind ja, wie gesagt, 17 Katzen. Aber nur ein paar lassen sich anfassen. Also sie auch nicht. Wenn ich jetzt da in die Nähe komme, dann haut sie ab. Ja, aber sind halt alle süß und sehr gepflegt und auch, was zitter ich denn so? Alle kastriert. Das ist hier auch sehr wichtig. Hier gibt es auch viele Tierschutzorganisationen, die sich gerade so um Straßenkatzen, Straßenhunde kümmern. Und dann halt Futterspenden auch stattfinden. Ja, da habe ich auch schon mal überlegt, ob ich mich da irgendwie so ein bisschen für einsetze hier, weil hier in meinem Compound wohnt eine, die jeden Tag arbeitet, also ehrenamtlich für diese Tierschutzorganisation, die sich gerade so um die Straßenkatzen kümmern und so. Vielleicht kann ich da mal irgendwas organisieren. Oder mit Hilfe von euch oder so. Ich kenne mich da ja nicht aus. Vielleicht rede ich mal mit ihr, weil sie ist halt Deutsche. Und dann quatsche ich mal mit ihr, ob da irgendwas machbar wäre. Wenn ihr da auch vielleicht Interesse hättet, wäre ja vielleicht ganz schön. Ja, ich werde jetzt mal duschen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier ein bisschen aufgeräumt. Und ja, dann melde ich mich dann später.